Die nächste Kontakt, sie hatte mich angerufen, für ein Lunch zu kommen, für meine Arbeiten zu weisen. Ich meine, sie hat noch eine Ausstellung, also spezifisch Marie-Claude Bo hat meine Sachen an einer Ausstellung gesehen. Ich meine, das war zum Metz, für den Schumann-Preis. Und ja, das sind schon, das waren damals noch die Fondation. Und ja, du hast mal ein ganz interessantes Gespräch, mir intensiv über die Arbeiten. Ja, an meinen Präoccupationen zu der Zeit. Da haben sie mir dann die Propos gemacht, ob ich fehlt, ja, Venedig Biennale machen. Und das war natürlich eine ganz aufregende Novelle. Den Echange war auf jeden Fall ganz wichtig, auch für den Inhalt von der Wirke. Es war auch ein ganz flotter Échange mit Björn Dahlström, den der Kurator war. Und auf jeden Fall, ja, die Échangen, wir waren auf jeden Fall irgendwie, es war so ganz intensiv. Aber was flott war, war irgendwie zum Anfang, ihre Lot zur Konkretisation könnt, irgendwie von den Ideen, die sind so total. Dafür war alles mega schwer. Es waren vielleicht zwei Arbeiten, an denen ich zu der Zeit schon geschafft habe, unabhängig von der Biennale. Und die haben sich dort developiert und sind in Dialog irgendwie gekommen mit anderen Ideen, die am Anfang dann sur place entstanden sind, par rapport zur Architektur und ja, zu der Reim. Es war schon wichtig, einen gewissen Univers zu kreieren, ohne lo, es war lo nicht gewollt, wie komplett lo do, da tut sich ein bisschen so ergehen, aber es war mir klar, für irgendwie an den Präoccupationen, was Musik an den Ton belangt, do irgendwie etwas kreieren, mit dem Raum die Intimität vielleicht auf ein Maximum zu posieren. An, auch an dem Kontext von der Biennale, wo die Leute wirklich von einem Pavillon zu dem anderen rennen, schon ballern, wirklich ein Maximum wollen gesehen, das war mir schon bewusst, dass irgendwie, wenn ich da hin könnte, vielleicht eine gewisse Atmosphäre prononciert wird vom Pavillon aus sich, also wie gesagt, die Intimität an eine gewisse Ruhe par rapport zu. Boah, das ist keine Großstadt, das ist kein Auto, aber das ist trotzdem eine ziemliche Komödie mit dem Kanal, mit dem Wasser, ja, einem gewissen Trubel während der Biennale. Und du hast irgendwie auch dann die Besuch gekommen, für eine ziemlich radikale Ruhe entstehen zu lassen. Wie zum Beispiel, da die Racken dann direkt sich ein Bemol an einer Chambre Sucht befindet, da den von Anfang an irgendwie an einem komplett anderen Kontext ist. Von einem Tag auf den anderen, als ihn dann direkt konfrontiert mit einem Publikum. Und obwohl es keine große Surprise war, was das Resultat anbelangt, das ist aber ein Moment, wo ich am Anfang die erste mit der Komposition selber konfrontiert das und einfach mal auch ein bisschen Zeit braucht, für das Ganze sozusagen zu digerieren. Und da dann den direkten Kontakt mit dem Publikum, das war schon. Also, das war natürlich auch schön, direkte Feedback zu kriegen. Mit direkt darüber zu schwätzen und so viele Fragen zu beantworten, das war zeitlich ja, schon. Bisschen kommen das alles so ein bisschen bald überstürzt. Es war schon ganz intensiv Reaktionen. Ich war schon erstaunt, auf wie weit Leute so reagieren. Auch ganz persönlich. Also natürlich Komplimente, die dann gut zum Mut direkt von Sachen stehen und nach unsicher aus. Mit verhabt ich so ganz emotional Reaktionen von Leuten, die ganz persönlich irgendwie reagiert haben, ob da bestehen, irgendwie durch persönliche Erfahrungen
oder lo spezifisch zum Beispiel lo mat der Chambresur, die ich vidrun no gedeiht hun, do si ganz unterschiedlich Reaktionen kommen, also auch physisch. Leute, die irgendwie stundenlang do verbrucht haben, mit ihren Kataloge von der Biennale, die haben sich do ausgebreitet. Oder andere, die sich angeengt gefühlt haben, die das irgendwie als ja, engert. Ich hatte am Anfang auch so also konzipiert oder so mal vorgestellt, wegen echt so mal mit tonischen Spiegel, dass ich konfrontiert, dass man mit seinem eigenen Körper und ja, mehr eng intensiv erprobt ist im Körper und dass das schon irgendwie hervorkommt an der Reaktion. Ne? Wir sind gegangen, dann konnte dann endlich mal Kaffee trinken gehen und da kriegst du einen Telefon, just in die Sache kommen. Und ich soll direkt zurückkommen, aber an einem Ton, wie von irgendwie ein technisches Problem wäre. Und ich stand zurück und gedacht, oh, was war das da los nach? Und da kam am Anfang nur, weil Lohm am Jury, ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich den Tag vier Uhr, ich komme, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall den Tag selber war dann am Anfang nur, weil man lief. Der Pavillon der Preiskrot und Marie-Claude Bohm hat das dann so annonciert. Ob ihr auch da weiß, ganz echthaft, ich wusste gar nicht, was da kommen. Und das war schon ein Schock. Also ich hatte auch gar nicht, muss ich echt sagen, für mich war Venedig lo, ich war so konzentriert auf eine Ausstellung. Ich habe nie, keinen Moment irgendwie empfunden wie eine Kompetition. Nach Haut fand ich ein bisschen lo, als man da ein bisschen abstrakt. Aber der Fett, dass irgendwie den Pavillon primiert geht, war natürlich schon ein super Nouvelle. Was auf jeden Fall geändert hat, als die Intensität von der Arbeit, also auch dadurch habe ich hinkommen, am Anfang viele Propose für die Branche, was super war. Aber ich habe mich da am Anfang ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe ein bisschen überschätzt oder unterschätzt. Natürlich sind dann zu allem ja, und immens, da eine Ausstellung, da. Und da kommen immens viel bei mir hin, was auch flott war. Also die Intensität vom Arbeitsrhythmus ist wirklich blieben und das als pro Jahr wirklich intensiv weitergegangen, was auch flott war. Und da kam aber ein Moment, wo ich gespürt habe, muss ich ein bisschen zurückschalten, für einfach nicht ein bisschen an die Rot zu kommen.